Kurz zuvor hatten sieben Crews das Rennen bei der wichtigsten Hochseeregatta der Welt aufgenommen und sich von Alicante auf den Weg nach Lissabon gemacht. Nach insgesamt 45.000 Seemeilen und rund 8 Monaten sollen Teilnehmer den Haag erreichen. Mit dabei sind auch beide neuseeländischen Segelstars Peter Burling und Blair Tuke, allerdings auf verschiedenen Booten. Nach ihrem gemeinsamen Olympiasieg vor Rio de Janeiro und dem Triumph beim America's Cup vor Bermuda verstärkt Burling Brunel, Tuke ist für Mapfre am Start. Es gibt drei Gipfel im Segeln. Die Olympischen Spiele, den America's Cup und das Volvo Ocean Race, hatte Tuke vor dem Start gesagt. Er kann wie Burling das Segeltrippel perfekt machen. Rennen um Welt haben mich schon immer begeistert, meinte Burling, der bei Brunels skipperlegende Buwe Becking unterstützt. Ich kann es kaum erwarten, mich bei sehr extremen Herausforderungen zu beweisen und weiter dazu zu lernen. Alle Teams haben nach einer Regeländerung auch Frauen engagiert. Bei Turn the Tide on Plastic gibt Britin die Kefari als Skipperin-Kommandos. Das Projekt unter UNO-Flagge will auf Verschmutzung der Meere aufmerksam machen. Ausgetragen wird das Rennen mit Booten der Einheitsklasse Volvo Ocean 65, Yachten sind rund 20 Meter lang. Nach dem Ende jeder strapaziösen Etappe können jeweils Anpassungen in der Zusammenstellung der Crews vorgenommen werden.